Seilbahnen retten. Das ist die Mission von Reto Canale. Diese Bahn im Napfgebiet wird bald schließen. Ja, guten Tag. Dürfen wir rüberkommen? Seilbahnen sind sein Leben. Reto Canale forschte als Seilbahningenieur an der ETH Zürich, war Direktor der Sicherheitsaufsicht und arbeitet nun freiberuflich als Berater und für die kleinen Seilbahnen ehrenamtlich. Es ist schon das Bewusstsein, dass die Kleinbahnen ein Kulturgut sind. Es ist ein ökologisches und sehr effizientes Mittel, wo wir Gebiete schliessen können, die sonst nicht mehr so können erschlossen werden könnten. Und es ist natürlich auch die Technik. Es sind die Leute, die die Bahnen betreiben, die mir im Herzen liegen. Die Seilbahn von Schwendi auf den Oberlenkrad ist 55 Jahre alt und diente dem Schülertransport. Die Kinder vom Napf und der gleichnamige Film machten die Seilbahn zur nationalen Berühmtheit. Guten Tag miteinander. Mit dabei im Film vor 6 Jahren und auch heute noch Fritz Kammermann, 80 Jahre alt. Er steuert die Bahn von Hand mit Fahrstufenschalter und Handbremsrad. Das wird ja auch, ein paar Jahre wird das geröntgt. Ja. Ja, alle 3 Jahre. Alle 3 Jahre. Wird das geprüft? Wie bei den Grossen auch? Ja, ja. Tatsächlich, die Seilbahn ist bis heute unfallfrei. Im Maschinenraum arbeitet alte, aber bewährte Technik. Bei Stromausfall würde ein Benzinmotor für den Antrieb sorgen. Die sind genauso sicher wie die Grossen, aber dadurch, dass sie wesentlich einfacher konstruiert sind, braucht es auch deutlich weniger an Technik. Es braucht auch weniger an Personal. Man kann das wesentlich einfacher nachher betreiben. Trotzdem, im August wird die Seilbahn abgestellt, für immer. Wir haben niemanden mehr, der sie bedient. Die jungen Leute, die Kinder, sie auch, fliegen langsam aus. Und wir sind altersmässig, möchten wir so lieber nicht mehr machen. Die Bahn konnte nur dank viel freiwilliger Arbeit all die Jahre betrieben werden. Eine wintersichere Straße macht sie jetzt verzichtbar. Gerettet hat Reto Canale jedoch diese Bahn. Sie verbindet Fitznau mit der Wiesiflur. Problematisch sind aber weiterhin die Finanzen. Der Fahrpreis von 10 Franken reicht nicht, wie bei vielen kleinen Seilbahnen. Die Fahrpreise sollten von mir aus gesehen mindestens doppelt so hoch sein. Ein Preis, den die Benutzer dieser Bahnen sicher gerne zahlen würden. Weil die Transportleistung, die der Gast dafür bekommt, ist doch fantastisch und im Vergleich zu den grossen Bahnen immer noch extrem günstig. Herzlich willkommen, Reto. Hi, Jörg. Hi. Schön, dass du da bist. Super. Seilbahnbesitzer Jörg Trionfini liebt seine über 100 Jahre alte Seilbahn über alles. Doch vor 1,5 Jahren kam ein bedrohlicher Anruf. Gib ihnen noch 3 Wochen Zeit, dann wird die Bahn polizeilich geschlossen. Und wenn man dann solche Telefone bekommt und der Lebensnerv wird einem weggenommen, dann schwebt man ein bisschen in der Luft. Und zum Glück habe ich dann den Herrn Reto Canale kennengelernt. Reto Canale konnte die Behörden überzeugen, dass die kleine Bahn keine übertriebenen Prüfungsanforderungen erfüllen muss. Man fand eine pragmatische Lösung. Die Seilbahn ist der Lebensnerv für das Ehepaar Trionfini. Sie betreiben ein Berghotel. Die Bahn kann auch von hier gesteuert werden, zeitsparend direkt aus der Küche. Ich kann weiterarbeiten und kann ganz gut kommunizieren mit den Leuten. Und wenn die nächsten Leute kommen, kann ich zwischendrin etwas machen und einfach immer ganz gut schauen, dass da alles in Ordnung ist. Moderne Technik hilft. Dennoch sind viele Bahnen weiterhin bedroht. Ich gehe davon aus, dass rund die Hälfte der Kleinseilbahnen mittelfristig und langfristig gefährdet sind in ihrer Existenz. Schuld daran sei auch die Bürokratie. Altehrwürdige Klingel. Schön, ne? Voll. Zu viele Reglemente bei den Kleinseilbahnen, dagegen kämpft auch Uli Schmitter. Die Seilbahn ist für seinen Nidwaldner Bergbauernhof Brändlen die einzige Zufahrt. Letztendlich geht es immer ums Geld, um Kisten. Die Kisten sind dermassen gross, dass man das gar nicht erhalten kann. Das kann man gar nicht erhalten, so, wenn man diese Vorschriften immer erfüllen will. Und die werden, das wird immer intensiver, immer kurz, die Abstände immer kürzer. Und das kostet einfach viel zu viel. Schmitter hat sich zusammengeschlossen mit anderen Seilbahnbesitzern im Kanton Nidwalden. Jetzt kämpfen sie gemeinsam. Für weniger Bürokratie, aber nicht für weniger Sicherheit.
es hat sich jetzt bewährt. Wir sind jetzt ein Jahr dran und wir haben schon riesen Erfolg erzielt, wirklich. Und das, ich glaube, das hat sich gelohnt, dass wir uns miteinander haben, zusammen, dass die Massache stemmen. Reto Canale ist überzeugt, jede Kleinseilbahn ist zu retten, mit gutem Willen, Geld und dem richtigen Personal.